herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt vielleicht im letzten Video gesehen. Ich habe euch gesagt, wir sind mit einem Scania unterwegs. Da, ja. Ich fand ihn geil. Dann geht's los. Heute, da wo ich das Video aufnehme, da ist heute der Livestream. Okay. Also, ich habe schon mal einen Auftrag gemacht. Ja, so seht ihr ein bisschen von innen. Und mache erstmal einen Unfall. Dann nehmen wir hier gleich einen Auftrag an. Wenn ich gut fahren kann. Natürlich mit Lenkrad. Jetzt gucken wir, ja. Nehmen wir den gleich. Nach Stuttgart. Heute sind wir mal nicht als normaler Fahrer, sondern ein bisschen als lustiger Fahrer unterwegs. Erstmal rückwärts fahren. Also seitdem ich ein Lenkrad habe und mit dem Lenkrad spiele, kann ich viel besser mit rückwärts einparken. Ach, ich schau mal, ob ich irgendwie Blinken einstellen kann. Optionen. Ich glaube vor. Also, oder? Ach, dann blinke ich halt mal. Nee, egal. Ja, erstmal Auto umfahren. Nach Stuttgart! Das ist auch das erste Video, was ich aufnehme nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Und habt nicht einen schönen Unfall. Nein, natürlich kein Unfall. Und wenn YouTube mal wieder nicht die Kommentare ausschaltet, dann schreibt gerne was rein und lasst gerne ein Like da, wenn ihr mehr solche Videos da. Ich wollte gerade sagen, Videos da lassen wollt. Videos sehen wollt. Ihr lasst doch nicht die Videos da, ich lasse die doch da. Also manchmal. Ja, noch. 200 Kilometer schaffen wir leicht mit dem Scania. Natürlich gehen wir Vollgas. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist mir in dieser Folge egal. Ah, schöner VW. Ja, und schöner Unfall. Warum mache ich heute so viele Unfälle? Weil ich im Unfall bin oder was? Was? Ach, ich versuche jetzt mal ein bisschen normaler zu fahren. Und schneller. Weil wir haben schon 30% Schaden. Überhaupt nicht wenig. Viel. So ein Schaden. Den kann man leicht haben. Geil. Einfach umgekippt und dann wieder aufgestanden. Ich nenne einfach das Video der große Unfall oder so. Ja, ihr werdet sicher sehen. Ihr wisst ja euch den Titel zuerst durch, oder? Also mache ich immer.
Ich achte nicht immer aufs Bild, weil auf dem Bild kann der ja auch fake sein. Ja, ihr seht es unten bei der Karte. Der LKW ist schon fast kaputt. Ja, da, ja, wir werden dann schlafen. Also bei der nächsten Schlafstelle. Irgendwas. Nicht, dass der hier noch beim Fahren einschläft. Dann macht er ja noch mehr Unfälle, wie ich sie überhaupt mache. Ja, geil. Und der Controller, der rastet aus, weil der vibriert dann immer. Ich weiß auch nicht warum. Und manchmal gibt er auch kein Gas mehr. Der LKW, der neue LKW ist schon gleich kaputt. Ich versuche jetzt ordentlicher zu fahren. Aber auch immer noch schnell. Den Berg runter Gas geben, wer kennt's nicht? Da ist der Berg eigentlich gerade runtergegangen. Mann, wieder in diese Motorfehlfunktion. Geht der überhaupt noch an? Leute! Ich weiß nicht, was gerade los ist. Jetzt fährt er wieder. Wenn YouTube die Kommentare nicht ausschaltet, dann schreibt gerne mal rein, wie euch der gefällt. Und dann gehen wir erstmal schlafen und machen einen Umweg, dass der noch kaputter wird. Erstmal gehen wir schlafen und dann ist der Motor vielleicht schon ganz. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich tue eine Schnellreise zu nach Stuttgart. Da war ich sowieso schon mal. Und dann wird das Video 10 Minuten. Ach nee, ich kann ja keine Schnellreise machen, weil der kaputt ist. Holla Krise, würde ich sagen. Ja, Junge, der LKW. Ich würde mal einen Dienst anrufen zur Werkstatt. Ja. So, wo bin ich jetzt? Bitte nicht in Zürich. So, wo bin ich jetzt? 5?
bin in Zürich, dein Ernst. Und, okay, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und weil ich ein bisschen, ich kann gerade nichts machen, weil der Weltkarte. Der Mechaniker müsste hier sein. Ja. Gut, zurücksetzen. Weil ich kann ja auch nicht mehr hier den reparieren. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich probiere es noch ein bisschen aus. Und wenn nicht, dann... dann mache ich halt... dann beende ich halt den Auftrag und repariere. Und ja, bye bye, bis zum nächsten Video. Ihr könnt ja nochmal den von außen sehen. Und dann bye bye, euer Werner Pastor. Leute. Also, auf jeden Fall, bye bye, euer Gamer Pastor.